Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch die Frage beantworten, ob es Sinn macht, in einer bestimmten Reihenfolge die Zähne zu putzen oder nicht. Also bleibt dran! Zunächst einmal sollte man sich fragen, was ist denn eigentlich das Ziel des Zähneputzens? Wir möchten doch alle Zahnflächen aller Zähne sauber bekommen. Dafür ist es doch theoretisch egal, in welcher Reihenfolge wir das machen. Solange wir keine Stellen vergessen und nicht zum Beispiel eine Stelle besonders gründlich putzen und dafür andere Stellen vernachlässigen. Da der Mensch aber nun mal ein Gewohnheitstier ist, macht es durchaus Sinn, die gleiche Reihenfolge jedes Mal beizubehalten. Und da die Motivation beim Zähneputzen am Anfang immer am größten ist und dann mit der Zeit nachlässt, macht es auch Sinn, am Anfang die Stellen zu putzen, die etwas schwieriger zu reinigen sind. Das ist für den Rechtshänder die rechte Seite und für den Linkshänder die linke Seite. Denn für den Rechtshänder ist es sehr einfach, links zu putzen, aber nicht so einfach, rechts zu putzen. Und hinten ist es schwieriger zu putzen als vorne. Am besten werden meistens die oberen und unteren Außenflächen der Schneidezähne geputzt. Also macht es Sinn, als Rechtshänder rechts hinten anzufangen und sich nach vorne zu arbeiten und als Linkshänder links hinten und sich nach vorne zu arbeiten. Im Oberkiefer ist es schwieriger außen zu putzen, weil da die Wange im Weg ist. Und im Unterkiefer ist es schwieriger, innen zu putzen, weil da die Zunge im Weg ist. Eine gute Reihenfolge ist es aber auch, dann quadrantenweise vorzugehen, also zum Beispiel erstmal rechts oben sich vorzunehmen. Das heißt, man putzt rechts oben von außen, hinten nach vorne, dann die Kauffläche von hinten nach vorne und dann die Innenfläche von hinten nach vorne und dann den anderen Quadranten im Unterkiefer rechts von hinten nach vorne zu putzen. Wie genau die Reihenfolge aussieht, das ist wirklich euch überlassen. Ihr könnt zum Beispiel auch, wenn ihr diese Plaque-Search-Tabletten nehmt, wo ich ja auch schon ein Video drüber gemacht habe, ich verlinke euch das mal oben, wenn ihr die nehmt und ihr seht zum Beispiel, es sind immer die gleichen Stellen, die noch angefärbt sind, wo ihr also offensichtlich Schwierigkeiten habt, dann könnt ihr auch als Reihenfolge mit diesen schwierigen Stellen beginnen, die zu putzen. Oder wenn ihr eine Krone habt, dann fangt ihr an, erstmal die Krone zu putzen und achtet auf die Kronenränder oder auch beim Implantat genauso. Also ihr könnt euch das selbst überlegen, welche Reihenfolge für euch sinnvoll ist und für euch am besten funktioniert. Meine Ideen sollen einfach nur Ideen und Anregungen sein, was man machen kann. Wenn ihr aber einmal so eine Reihenfolge festgelegt habt, ist es gut, sie auch beizubehalten. Denn dann ist eben die Gefahr geringer, dass ihr irgendwo Stellen vergesst oder bestimmte Stellen besonders gründlich putzt und andere vielleicht vernachlässigt. Auch wenn ihr abends einfach mal extrem müde seid, hilft euch diese Reihenfolge dabei, eure Routine beizubehalten und keine Stellen zu vergessen. Das gleiche gilt übrigens auch für die Solo-Zahnbürste, Zahnseide und Interdentalbürstchen, dass ihr auch da eine gewisse Reihenfolge immer beibehaltet. Es muss nicht die gleiche Reihenfolge sein wie beim normalen Zähneputzen, ihr könnt euch durchaus eine andere überlegen dafür, aber dass ihr dann, wenn ihr zum Beispiel Zahnseide nehmt oder Interdentalbürstchen, auch da immer die gleiche Reihenfolge verwendet, denn so vergesst ihr am wenigsten. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr eine gewisse Reihenfolge habt und wenn ja, vielleicht auch, wie die aussieht. Also teilt einfach mal eure Ideen mit der Gemeinschaft und dann können sich andere vielleicht auch da was bei abgucken und Inspirationen sammeln. Ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, auch wenn es ganz kurz war. Ich habe ja gesagt, ich werde auch ein paar kurze Videos machen und einfach eure Fragen beantworten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.